Immer wieder erzähle ich euch hier oder auf dem Hauptkanal von rätselhaften Vermisstenfällen. Von Personen, die von einem Tag auf den anderen verschwinden. Manchmal für immer. Aber was ist, wenn nicht nur eine Person vermisst wird, sondern ganze Familien? Genau das passiert 2021 in Neuseeland. In der Kleinstadt Otorohanga lebt eine vierköpfige Familie. Vater Tom Phillips und seine Kinder Amber, Maverick und Jada, die zwischen 7 und 9 Jahre alt sind. Von der Mutter der Kinder, Catherine, lebt Tom seit einigen Jahren getrennt. Tom unterrichtet seine Kinder zu Hause. Er selbst ist schon mit Homeschooling aufgewachsen, ihm ist es wichtig, das an seine Kinder weiterzugeben. Toms Familie ist seit Generationen in der Landwirtschaft tätig. Dadurch hat er eine große Begeisterung für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Das versucht er auch an seine 3 Kinder weiterzugeben. Im September 2021 verschwinden Tom und seine Kinder zum ersten Mal. Weshalb genau, weiß bis heute niemand. Die Familie Phillips taucht für 17 Tage unter und lebt gemeinsam in einem Zelt, ehe sie wieder auftaucht. Die Polizei hatte bereits Ermittlungen eingeleitet. Angehörige von Tom sagen, er brauche manchmal einfach etwas Freiraum, um einen klaren Kopf zu bekommen. Und die 3 Kinder habe er dann einfach mitgenommen. Die Suchmaßnahmen von der Polizei sind aber so umfangreich, dass dadurch erhebliche Kosten entstanden sind. Und das ist im Grunde ja nur, weil Tom Phillips mit seinen 3 kleinen Kindern, die alle unter 10 Jahre alt waren, unangemeldet verschwand. Die Polizeibehörde in Neuseeland sieht das nicht ein und klagt Tom deshalb wegen Verschwendung von Polizeiressourcen an. So soll ein Gericht erwirken, dass der Familienvater wenigstens einen Teil der Einsatzkosten selbst decken muss. Für den 5. November 2021 wird ein Gerichtstermin angesetzt. Damals ist die Corona-Pandemie aber noch im vollen Gang, was zu einer Verschiebung des Termins führt. Und bevor die neu terminierte Gerichtsverhandlung stattfinden kann, verschwindet Tom mit seinen Kindern, Amber, Maverick und Jada, noch einmal. Dieses Mal für einen längeren Zeitraum. Die 4 werden am 18. Januar 2022 von Angehörigen offiziell als vermisst gemeldet. Immer wieder werden Tom und eines der Kinder gesehen. Allerdings ist es der neuseeländischen Polizei tatsächlich bis heute nicht gelungen, die 4 ausfindig zu machen. Seit mehr als 2 Jahren leben Tom Phillips und seine 3 Kinder unter dem Radar der Behörden. Im September 2023 wird erneut Anklage gegen Tom Phillips erhoben. Er soll eine Bank ausgeraubt haben, gemeinsam mit einem nicht identifizierten Komplizen. Man vermutet, dass es sich bei diesem Komplizen um eines seiner eigenen Kinder gehandelt hat. Die Vermutung liegt also nahe, dass Tom eines seiner Kinder bewusst zu einer Straftat angestiftet hat. Und bis heute gelingt es ihm, sich selbst und Amber, Maverick und Jada vor der Polizei zu verstecken. Vor allem für die Mutter der Kinder muss diese Situation schrecklich sein. Die Familie Gill lebt 2002 in Argentinien, in der Provinz Entre Ríos. Die Gills leben dort auf einem 500 Hektar großen Landgut. Vater Ruben ist 56 Jahre alt, Mutter Margarita erst 26. Obwohl die beiden also einen großen Altersunterschied von 30 Jahren haben, ist das älteste Kind der beiden, Tochter Maria, schon 12 Jahre alt. Sie kam also auf die Welt, als Margarita erst 14 und Ruben schon 44 Jahre alt war. Die beiden haben noch 3 weitere gemeinsame Kinder im Alter zwischen 4 und 9 Jahren, Carlos, Sofia und Osvaldo. Die Familie verschwindet am 13. Januar 2002 spurlos von ihrem Landgut. Und dieses Landgut wird schnell der Dreh- und Angelpunkt der Ermittlung. Das Gut gehört den Gills nicht. Sie leben und arbeiten nur dort. Der eigentliche Besitzer ist ein damals 60 Jahre alter Deutscher namens Alfonso Götze. In der Umgebung hat er einen ziemlich schlechten Ruf und gilt geradezu als gefürchtet. Er verständigt die Polizei erst einige Zeit nach dem Verschwinden der Gills. Alfonso Götze behauptet, er habe einfach angenommen, dass die 6-köpfige Familie Gill in den Urlaub gefahren und nicht mehr zurückgekehrt sei. Allerdings wurden alle persönlichen Gegenstände der Familie im Wohnhaus auf dem Landgut gefunden, einschließlich ihrer Dokumente. Sie hätten also eigentlich gar nicht reisen können, oder wenigstens nicht weit. Alfonso Götze stirbt 2016 bei einem Verkehrsunfall. Damals hofft man in der Region, dass sein Tod den Fall vielleicht noch einmal ins Rollen bringen könnte. Götze war ein einflussreicher Großgrundbesitzer. Vielleicht könnte jemand nach seinem Ableben den Mut fassen, über ihn mögliche Verbrechen auszupacken. Aber bislang ist nichts dergleichen passiert. Und die Familie Gill gilt seit nunmehr als 22 Jahren als vermisst. In Frankreich ist kaum ein anderer Kriminalfall so bekannt wie die Affaire Godard.
Im September 1999 verschwindet eine vierköpfige Familie. Der Arzt Yves Godin, seine Frau Marie-France sowie die beiden gemeinsamen Kinder. Die Spurenlage im Haus der Godards gibt ein Rätsel auf, denn dort werden Blutspuren gefunden. Einige Tage vor der Entdeckung dieser Spur wurde Yves Godin mit seinen beiden Kindern auf einem Segelbootausflug in der Bretagne gesehen. Ohne seine Ehefrau und die Mutter der Kinder, Marie-France. Yves und die Kinder kehren von dem Segelbootsausflug nie zurück. Marie-France gilt bis heute als verschwunden. Über Jahre hinweg werden an der Küste vor der Bretagne, wo drei der Vermissten zuletzt unterwegs waren, einzelne Gegenstände gefunden, die ihnen zugeordnet werden können. Eine Kreditkarte, ein Rettungsboot, Ausweispapiere und schließlich ein menschlicher Schädel. Er kann einem der beiden Kinder der Godards zugeordnet werden. 2006 findet man auch von Familienvater Yves sterbliche Überreste im Meer. 2012 wird die Fallakte offiziell geschlossen. Man geht von einem erweiterten Suizid aus, den Yves Godin als Schiffsunglück mit dem Segelboot tarnen wollte. Obwohl die Affäre Godin offiziell als abgeschlossen gilt, bleiben bis heute viele Fragen offen. Robbie Floyd ist 32 Jahre alt, ihre jüngere Schwester Jennifer ist 17, ist vierfache Mutter. Tochter Serena, Sohn Brandon und die Zwillinge Brand und Brantony. Die Zwillinge kommen mit einem Herzfehler auf die Welt und sind auf regelmäßige medizinische Untersuchungen angewiesen. Trotzdem verschwinden sie im Dezember 1996. Gemeinsam mit ihrer Schwester Serena, ihrer Mutter Jennifer und deren Schwester Robin im US-Bundesstaat North Carolina. Robins Ehemann meldet die fünf nicht als vermisst. Stattdessen bleibt er mit dem übrigen Kind Brandon allein im Haus der Familie zurück. Und zwar bis heute. Es gibt widersprüchliche Berichte darüber, ob Robbie Kontakt zu ihrer Familie aufgenommen hat oder nicht. In den gängigen Online-Datenbanken werden sie, ihre Schwester und ihre drei Kinder noch immer als vermisst eingeordnet. Es gab nie wieder Aktivitäten auf ihren Konten oder mit ihren Sozialversicherungsnummern. Diese hätte die Familie gebraucht, um etwa Schulen für die Kinder zu suchen oder Jobs für Robbie und Jennifer. Es ist, als hätte es Robbie, Jennifer und die drei Kinder nie gegeben. Robins Mann und Sohn Brandon sollen 1997 aus dem Haus der Floyds ausgezogen sein. Bis heute gibt es nichts, was vermuten lässt, dass einer der beiden nach der Familie suchen würde. Sol und Elaine Salomon leben gemeinsam mit ihren Kindern in Los Angeles. Tochter Michelle ist 14, Sohn Mitchell ist 9 Jahre alt. Am 13. Oktober 1982 finden Angehörige der Salomons ihr Haus im Stadtteil Northridge verlassen vor. Bis auf den Familienhund ist es leer. Von seinen Bewohnern fehlt jede Spur. Im Haus der Familie findet man Blutspuren. Einzelne persönliche Gegenstände der Salomons liegen entlang des Highways verstreut. Zuletzt wurde Sol Salomon mit einem Mann namens Harvey Rader gesehen. Die beiden waren Geschäftspartner. Harvey ist ein britischer Autohändler und Sol hat in sein Geschäft investiert. Ein Jahr nach dem Verschwinden der Familie behauptet Harveys Cousin, Harvey Rader habe Sol Salomon erschossen, wegen einer Geldstreitigkeit. Danach habe er Sols Ehefrau Elaine und die Kinder Michelle und Mitchell ermordet, denn sie wussten von dem Treffen zwischen Harvey und Sol. Somit hätten sie die Polizei auf seine Fährte bringen können. Also habe Harvey Rader die gesamte Familie getötet und ihre Leichen in der Wüste außerhalb von Los Angeles begraben. Der Cousin, der diese Aussage tätigt, gibt sogar zu, selbst an der Verscharrung der vier Leichen beteiligt gewesen zu sein. Allerdings kann oder will er die Ermittler nicht zu dem Ort führen, an dem die beiden die Toten angeblich vergraben haben. 1992 wird Harvey Rader nach zwei Fehlprozessen dann schließlich aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Rader gilt laut der Vermisstenseite Charlie Project auch als Hauptverdächtiger im Fall des Ehepaars Peter und Joanne Davis, die seit dem März 1982 verschwunden sind. Was aus Harvey Rader und seinem Cousin wurde und ob die beiden heute überhaupt noch leben, ist unklar. In den USA ist das Verschwinden der Familie Salomon heute kaum mehr bekannt. Und Sol, Elaine, Michelle und Mitchell gelten seit mehr als 40 Jahren als vermisst. Fällt euch noch ein weiterer Fall ein, in dem eine ganze Familie verschwunden ist? Vor ein paar Jahren habe ich euch auf dem Hauptkanal schon mal ein Video zur Familie Schulz aus Drage hochgeladen. Ein Fall, in dem in Deutschland eine ganze Familie verschwunden ist. Ich verlinke euch das Video auch noch einmal in der Infobox. Schaut dort gerne mal vorbei. Und vielleicht interessiert euch ein Fall von heute noch mehr. Dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich dann ein Video auf dem Hauptkanal zu dem Fall. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen.
Ich danke euch fürs Zusehen und die ganze Unterstützung. Wenn ihr wollt, abonniert den Kanal, so verpasst ihr keine Videos mehr, auch keine Updates. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.